Es ist ein Abend im Dezember und es ist kalt. Auf den Weg vor mir fällt das natriumgelbe Licht der Straßenlampen. Zwei Gestalten treten aus einer Gasse. Sie sind nicht weit entfernt. Ihre Stimmen dringen bis zu mir, doch nicht die Bedeutung ihrer Worte. Als wir einander passieren, stößt die Flanke des Rechten an meine. Wir halten ein, wenden und kreuzen Blicke. Er breitet die Arme aus und tritt einen Schritt an mich heran. Seine Lippen bewegen sich, Töne zischen hervor. Der andere stimmt mit ein. Ihre Worte werden lauter und ihre Gesten schnell. Ein weiterer Schritt und der Schädel des ersten zerbricht unter der Wucht des Einschlags. Nummer zwei lässt die Arme sinken und tritt zurück. Der Stahl zieht eine Kurve und streckt auch ihn zu Boden. Er fällt auf den Rücken. Seine Augen starr und weit geöffnet blickt er durch den Nebel seines Atems ins Dunkel hinein. Während das Blut über seine Stirn auf den reifbedeckten Stein rinnt, greife ich in die Tasche meines Mantels. Mein Puls geht schnell und meine Finger streifen unstetig über das leuchtende Display. Bevor sich mein Daumen auf das Feld in Grün senkt, halte ich ein. Ich blicke auf die Männer zu meinen Füßen, dann hinab zu beiden Seiten der Straße. Scheinwerfer strahlen in der Ferne. Gesenkten Hauptes verlasse ich diesen Ort und gehe meiner Wege.